Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat zusammen mit den Linken und den Piraten für die nächste Plenarsitzung am 30. Mai einen Antrag auf Entschließung eingebracht, um gegen das Anti-Homosexuellen-Gesetz in Russland zu protestieren. Wir hoffen sehr, dass dieser Antrag auch sofort abgestimmt und dem zugestimmt wird. Und wir haben auch schon in der letzten Plenarsitzung am 16. Mai eine mündliche Anfrage eingereicht, wie der Senat sich zu diesem Anti-Homosexuellen-Gesetz verhalten wird. Da warten wir noch auf eine schriftliche Antwort, weil wegen Zeitablauf die mündliche Frage nicht beantwortet werden konnte. Hallo, ich bin Anja Kofbinger von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und queerpolitische Sprecherin zusammen mit meinem Kollegen Thomas Birk. Wir haben uns heute hier versammelt, um unsere Solidarität mit den russischstämmigen LGBTIQs auszudrücken, die unterdrückt werden in Russland und der ehemaligen russischen Föderation. Das hat auch Auswirkungen natürlich auf Berlin und darauf möchten wir gerne aufmerksam machen. Mein Kollege hat ja schon alles über den Antrag erzählt, den wir zusammen mit anderen Fraktionen eingebracht haben. Ja, wir freuen uns auf eine gute Diskussion und werden Sie über die Ergebnisse dieser Diskussion auch unterrichten.